Hast du dich schon einmal gefragt, warum in aller Welt eine Blume dir Geld abknöpft? Es ist meine Art der Rache für Wesen, die das Gras grundlos schneiden. Ha, lustiger Einwand. Würden darunter nicht Äpfel versteckt, sondern Geld, würde man sie auch nicht kaputt machen. Jedenfalls nicht, ach, nicht, jedenfalls nicht absichtlich. Genug Äpfel und weiter geht's. Wir rennen jetzt. Mann, wir rennen natürlich gegen den Spaß wieder gegen. Ey. Ja, das war irgendwie klar, dass ich nochmal gegen die ganzen Leute da rennen. Ich glaube, es ist einfach von hier hin zu gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Vergangenheit herrscht jetzt hier. Ja, ich glaube, das war wirklich der einfachere Weg. So, und normalerweise war hier gar nichts. Es war alles verlassen, da konnte man nichts machen. Also lohnt es sich, das zu zeugen. Aber jetzt, da hier der Zyklon ist, ja, herstellt sie wieder, weil es die Vergangenheit ist. So, und wir gehen rein. Enter the Void. Huh. Bitte glaub mir, ich bin kein Ungeheuer. Ich bin ein ganz gewöhnliches Menschenmädchen. Die Tür öffnet sich einfach durch die Wirkung des Wegpulvers, bitte glaube mir. Das Wegpulver ist eine sagenhafte Medizin, aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Wenn heutzutage etwas geheimnisvoll ist, sperren wir es einfach weg. Leute verschwinden aus diesem Zimmer, deswegen ist es versiegelt worden. Wenn man das Zimmer öffnet, bedeutet das nur Ärger. Die Tür ganz links ist versiegelt, das heißt, sie konnte nicht geöffnet werden, doch sie hat sie aufgemacht. Seltsam ist, dass sich die Tür schnell schloss, als wir hineinsahen. Der sieht ja unheimlich aus. Sei still, Ungeheuer, du kannst das Zimmer mit dem Wegpulver nur über den fünften Stock erreichen. Kein gewöhnlicher Mensch kehrt da heil zurück. Ich lasse mich nicht, mir nichts vormachen. Anscheinend ist das hier der Sektenführer. Da ist das Pulver, an dem wir ran müssen. Da. Und hier geht's nach oben. Ich habe ein Gerücht vernommen, demzufolge man hier Leute aus dem Boden stöhnen hört. Bitte setzt hier keine gefährlichen Gerüchte in die Welt. Man sieht, die sind alle hier verängstigt. Leute, die als Ungeheuer verurteilt werden, werden eingesperrt. Ich habe das Gefühl, ich sei bereits hingerichtet worden. Ja. Die Wüstenleute haben Gesetze, nach denen sie hier leben. Aber ich habe genug davon. Wenn du etwas Seltsames tust, wirst du vor Gericht gestellt und schuldig gesprochen. Das ist nicht fair. Man kann es einfach nicht ertragen. Zuerst fängst du eine Prügelei mit mir an und dann werde ich angeklagt. Aha. Leute werden umgebracht und man kann nicht über den zweiten Stock hinaus. Sie sind nur Monster. Wir haben es unter große Eile versiegelt. Es könnten also noch Leute drin sein, aber ich bin mir sicher, dass es jetzt zu spät für sie ist. Einige Leute hier sind eingesperrt worden, weil andere den schwarzen Peter weitergegeben haben. Handle schnell, bevor jemand das gleiche mit dir tut. Das heißt, wenn dir dein Leben etwas wert ist.
Hier muss man, glaube ich, manchmal aufpassen, weil an den Seiten hier eine Tür sein kann. Okay, jetzt brauchen wir wieder Amadeel. Amadeel, bam! Komm her, wir schmeißen dich da jetzt rauf. Okay, das war nicht... wir sehen, es fehlt uns noch zwei Tiere. Ah ja, ich weiß auch welche. Ja. Hier kommen Geister aus den Wänden, wie man sieht. Oh, die haben ja nicht gerade wenig Energie. Ah, natürlich, ich bin da voll rein. Schau vorsichtig, wo kein Schatten ist, mein Mädchen, bitte. Wo kein Schatten ist. Ganz ehrlich, hier ist überall Schatten. Ja, er sagt uns gerade, wo kein Schatten ist. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich an dieser Stelle auch mal gesteckt habe. Ah, hier ist kein Schatten. Man geht da kein Risiko ein, wieder aufs Dinosaurierchen. Das ist da oben. Gucken wir erstmal vor. Ja. Oh, zwei Wege führen hier nach oben. In welche Richtung gehe ich denn dann? Ich entscheide mich. Für die andere Richtung. Hier geht's wieder runter. Wir müssen eigentlich hoch, aber... Okay, hier geht's definitiv nicht weiter. Ah ja, hier brauchen wir unseren Schmetterling. Oh. Mann, ne? Ey, der will uns verarschen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, warum das gerade nicht klappt. Ah. Ach ja, da ist kein Schatten. Mach mal das mal wieder kaputt. Yep. Ja, machen wir mal hier Pause.